Dogma des Kongresses ist die minimalinvasive Operation an den Herzklappen. Das heißt, es muss nicht mehr der ganze Brustkorb geöffnet werden. Können die Kongressteilnehmer alles live vom Hörsaal aus mitverfolgen und auch mit dem Operateur sprechen? Professor Müller hat seine Operation soeben beendet. Das Besondere ist eigentlich nur, dass es ungewohnt ist, aber wir tun nichts anderes als Schritte. Fast besser, oder? Insgesamt 8 Operationen werden mit dieser 3D-Technik übertragen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Kurs, weil das ist eine Live-Übertragung-Kurs, wo wir Very difficult to decide, but in this particular case, I think.